That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für Ihr Interesse, dass wir heute das Transplantationszentrum Heidelberg gemeinsam vorstellen dürfen. Gemeinsam meine ich Herrn Professor Michalski, seit 1. April hier bei uns am Universitätsklinikum und Direktor der Abteilung Allgemein Viszeral- und Transplantationschirurgie. Vielen Dank, lieber Christoph, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir uns gemeinsam über die Ziele der Transplantation der Nieren, Leber, aber auch Nieren- und Pankreastransplantation unterhalten können. Ja, die Transplantation hat eine lange Tradition in Heidelberg. Die erste Nierentransplantation liegt über 50 Jahre zurück und die Nierentransplantation, aber auch die Lebertransplantation wird seit vielen Jahren hier mit großem Erfolg gepflegt. Und ich darf vielleicht so viel vorab verraten, dass du früher bereits in unserem Transplantationsteam aktiv warst, bevor dann der Weg in die weite wissenschaftliche Welt dich geführt hat. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz berichten, wie dein Werdegang war und wie es dich wieder nach Heidelberg zurückgeführt hat. Damals als Anfänger in Anführungszeichen, jetzt als Meister, als großer Chef der Chirurgie, der jetzt hier die Klinik für allgemein viszerale und Transplantationschirurgie leitet. Ja, lieber Martin, vielen Dank erstmal für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir heute hier sprechen können. Tatsächlich ist in meiner Historie Transplantation sehr wichtig, wie du bereits erwähnt hast, auch aus meiner vorherigen Tätigkeit hier in Heidelberg. Davor habe ich tatsächlich ein Transplantationsfellowship in den USA gemacht mit dem Schwerpunkt Leber, Niere und Pankreastransplantation. Und ich glaube, das konnte ich dann auch hier in unserer Zusammenarbeit ganz gut einbringen. Zwischenzeitlich war ich dann leitender Oberarzt in Halle und zuletzt jetzt ärztlicher Direktor in Universitätsklinikum Ulm. Dort jetzt ohne klassische Transplantation und freue mich natürlich umso mehr, jetzt wieder hier sein zu können und mit dir gemeinsam und den Kolleginnen und Kollegen im Transplantationszentrum das Thema Transplantation weiter voranzubringen. Sowohl eben, wie gesagt, Nierentransplantation, Leber, als auch kombinierte Nieren- und Pankreastransplantation. Ja, also ich glaube, da haben wir ein großes Feld vor uns. Und wir sind natürlich froh, dass wir dich jetzt hier als Chefchirurgen haben, mit dieser langjährigen Kompetenz und auch der Erfahrung, mit der Ausbildung und auch mit Zielen natürlich und Visionen, wie wir die Transplantation weiterentwickeln können und wollen. Und das wollen wir auch, denn Heidelberg ist und wird zukünftig sicher auch weiter ein Leuchtturm im Bereich der Transplantation der Bauchorgane, aber auch der thorakalen Organe sein. Heute wollen wir uns natürlich hauptsächlich auf die Bauchorgane beschränken, auf die Leber, auf die Niere und auf die Kombination von Niere und Pankreas. Was wären denn so Schwerpunkte, die jetzt die Chirurgie weiter vorantreiben kann und die auch uns als Internisten, Nephrologen, Hepatologen letzten Endes mitnimmt und auch mit herausfordert? Ja, also ich glaube, auf der technischen Seite gibt es ja viele aktuelle Entwicklungen, unter anderem in der minimalinvasiven Chirurgie, in der Robotik. Wir machen ja schon die lebensspendenden Nierenentnahmen häufig robotisch. Das wird sicherlich zunehmen, bis wir an eine Quote von nahezu 100% kommen. Ich glaube, das ist etwas, wo wir die Invasivität der Behandlung eben deutlich senken können und auch die Ergebnisse verbessern können. Und gleichzeitig werden wir jetzt die minimalinvasive, also auch robotische Implantation von Nieren aufbauen, beginnen und aufbauen und hier in Heidelberg hoffentlich im Lebensspendeprogramm auch fest etablieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Es gibt ja schon auch ein starkes Standbein der AB0-inkompatiblen Lebensspende. Ich glaube, das ist auch noch ein Thema, an dem wir sicherlich gemeinsam weiterarbeiten. Und dann denke ich, dass wir auch zunehmend in, sagen wir mal, Grenzbereiche uns vorwagen, also Patientinnen und Patienten mit komplexeren Gefäßsituationen, die wir im Moment alle noch offen operieren. Und da wird sicherlich auch ein Schwenk hin in die minimalinvasiven Operationen geben, um dann auch da nochmal bessere Ergebnisse bekommen zu können. Ich glaube, das ist für die Nierentransplantation jetzt aus der technischen Sicht sind das, glaube ich, die Dinge, die ich sehr spannend finde. Dann, was wir ja viel diskutieren, ist, was ist der Wert der Maschinenperfusion in der Nierentransplantation? Ich glaube, da müssen wir noch
einiges an Forschungsarbeit leisten, klinische Studien machen, überlegen, wie können wir das so einsetzen, dass es für die Patientinnen und Patienten auch wirklich ein sinnvolles Verfahren dann ist und die Ergebnisse auch langfristig verbessert. Und ich glaube, das sind so die Hauptthemen für die Nierentransplantation. In der Lebertransplantation wird es, glaube ich, darum gehen, auch ganz klar verschiedene Arten von Maschinenperfusionen besser zu etablieren. Wir haben ja schon die klassische normotherme Perfusion, die wir hier durchführen. Ich glaube, da wird es jetzt darum gehen, innovative Verfahren zu etablieren, hypotherme, oxygenierte Maschinenperfusion und dann auch in weiteren Schritten Konditionierung von Organen mit pharmakologischen Substanzen an der Perfusionsmaschine herauszufinden, welche Temperaturen, welche Perfusate, welche Lösungen sind tatsächlich wirklich für die Organe gut, weil wir ja in dem Problem so ein bisschen stehen, dass wir ein doch deutlich verringertes Spendervolumen haben in Deutschland. Absolut. Und ich glaube, das lässt sich durch verschiedene Dinge adressieren, aber in unserem Bereich ist eben die Maschinenperfusion eine Möglichkeit, auch Organe, die sonst gar nicht transplantabel wären, tatsächlich transplantieren zu können und vor allem eben die modernen Perfusionsverfahren. Und ich glaube, da werden wir uns gemeinsam mit auseinandersetzen, auch von der Forschungsseite und auch in der klinischen Umsetzung. Ich finde es ganz wichtig, der Punkt natürlich, wir haben in Deutschland ein Problem mit Spenderorganen, wir haben große Wartelisten, unsere Patienten altern auf der Warteliste, Leberpatienten sterben vorzeitig, weil einfach die Krankheitsschwere schwer genug sein muss, in Anführungszeichen, um überhaupt ein Spenderorgan zu bekommen, sodass wir uns überlegen müssen, wie können wir die vorhandenen Spenderorgane sinnvoll transplantieren, natürlich mit guter Qualität, das ist nämlich der andere Aspekt dabei, also nicht nur die Quantität ist uns wichtig, sondern auch die Qualität. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, du hast es schon mal angesprochen, die Möglichkeit der Lebensspende, sowohl im Bereich der Leber als auch im Bereich der Niere. Und vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen, das Thema. Wir wollen natürlich ein Zentrum sein, das auch diese Behandlungsoptionen anbietet und Menschen eben die Möglichkeit gibt, insbesondere die Wartezeit zu verkürzen und mit verkürzter Wartezeit natürlich auch in den meisten Fällen deutlich besseres Ergebnis zu erzielen im Hinblick auf Organfunktion, auf Rekonvaleszenz und auch später wieder normal am Leben teilzunehmen. Ja, also ich glaube, da wird auch insbesondere für die Leber-Lebensspende wird sicherlich die Minimalinvasivität, also auch die robotischen Verfahren, eine große Rolle spielen in der Reaktivierung des Programms hier am Standort, das ja eigentlich eine lange Tradition hat und das wir jetzt wieder sukzessive aufbauen wollen. Da gab es sicherlich über Jahrzehnte auch viele technische Schwierigkeiten, die jetzt aber durch extrem gute Vorarbeiten und Zahlen in den asiatischen Ländern und auch in den arabischen Ländern tatsächlich eigentlich gelöst sind. Und dort gibt es diesen ganz klaren Schwenk auch hin zur robotischen Spende, also Explantation des Teiles des Organs eben mit minimalinvasiven Verfahren. Und das ist mit einer extrem kurzen Rekonvaleszenz für die Spenderinnen und Spender verbunden und auch mit einer sehr, sehr, sehr hohen Sicherheit und einer sehr hohen Sicherheit auch bedingt durch die extrem gute Visualisierung der aktuellen Generation dieser sogenannten Roboter, sodass ich denke, dass wir hier gemeinsam mit den Fachkollegen aus der inneren Medizin, aus der Immunologie und auch aus den technischen Fächern, glaube ich, das Angebot für diese Operationen jetzt deutlich nochmal ausweiten können. Wird es auch die Kinderlebertransplantation mit beeinflussen? Genau, das wird sicherlich auch die Kinderlebertransplantation mit beeinflussen. Und auch da gilt es ja, extrem feine Organstrukturen zu erhalten und nur kleine Teile der Leber dann in die sehr kleinen Kinder zu transplantieren. Und da glaube ich auch, dass eben für die Spende das extrem relevant sein wird, dass wir die Verfahren minimalinvasiv durchführen und dann auch da, glaube ich, sehr gute Ergebnisse erzielen können in der Lebensspende für Kinder mit schwerwiegenden Lebererkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen, die Leber betreffen. Genau, genau. Und ich meine, einer allein kann die Arbeit nicht machen. Du hast sicher ein großes Team, auch ein sehr erfahrenes Team, das jetzt auch angefangen hat und auch weiterführt. Zum Teil sind Kollegen da, die bereits schon lange mit uns zusammenarbeiten. Neue sind dazugekommen. Vielleicht willst du da noch mal was dazu sagen. Die Mannschaft steht und leistet auch die Arbeit, die zu leisten ist. Denn ich stelle mir vor, das ist kompliziert,
muss geübt werden. Der große Vorteil ist, wir haben ja auch eine große Viszeralchirurgie. An denselben Organen wird sozusagen im Bauch gearbeitet, die man später dann bei anderen Patienten natürlich transplantiert, sodass da natürlich ein großer Erfahrungsschatz auch da sein dürfte. Genau, da konnte ich jetzt sozusagen in der Wechselphase auf ein extrem versiertes Team um den Ari Merabi herum in Anführungszeichen zurückgreifen mit etablierten Strukturen und vielen Personen oder Kolleginnen und Kollegen, die auch tatsächlich die wirklich komplexen Transplantationen sowohl Niere, Pankreas als auch Leber durchführen können. Dazugekommen sind noch Kolleginnen und Kollegen aus Essen und aus Berlin, also aus renommierten Transplantationszentren, jüngere Kolleginnen und Kollegen, die das Team verstärken und die jetzt hier die wir letztlich hier jetzt integrieren, in die Teams integrieren, in die sehr gut funktionierenden Teams integrieren, um unser Transplantationszentrum insgesamt nochmal auf ein neues, höheres Level zu heben. Ich glaube, das ist unser gemeinsames Ziel für die Organe, die wir transplantieren, die Patientinnen und Patienten, die eben Krankheiten dieser Organe haben. Und da geht es einerseits natürlich um die klinische Versorgung und dann geht es darum, auch neue Impulse zu setzen in der Forschung und auch in der klinischen Forschung. Und ich glaube, in dieser Mischung aus bewährtem Team und ein paar neuen Leuten, da liegt, glaube ich, der Schlüssel, dass wir da auch erfolgreich nach vorne Absolut. kommen in der Absolut. Zukunft, ja. Jetzt hat ja die Heidelberger Chirurgie traditionell den Schwerpunkt Onkologie, also Krebsoperationen im weitesten Sinne. Und es gibt ja auch durchaus eine Interaktion, zum Beispiel beim Dickdarmkrebs mit Lebermetastasen. Sind solche Patienten, die vielleicht nur eine Metastase haben, aber auch zusätzliche Leberprobleme, auch Kandidaten vielleicht mal später für eine Transplantation? Sozusagen das onkologische Spektrum auch mit Transplantation auszuweiten, denn solche Menschen sind oft noch jung und brauchen Hilfe, müssen versorgt werden. Wie ist da die Vision oder das Vorgehen? Ja, ich glaube, das ist sicherlich ein extrem wichtiger Punkt. Wir haben ja hier durch das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen einen Spitzenstandort, was die Behandlung komplexer onkologischer Krankheitsbilder eben auch mit Metastasen zum Beispiel angeht. Und klar ist, dass wir natürlich in dem Organmangelsystem, das wir aktuell haben, es nicht ganz einfach ist, gewisse Indikationen zu Patienten mit gewissen Krankheiten zu transplantieren. Aber ich denke, mit den Themen Lebendspende, sogenannte Auxiliary Transplantation, also indem wir schrittweise Teile von der Leber zum Beispiel transplantieren und dann die kranke Leber in Anführungszeichen mit zum Beispiel Metastasen entfernen, dass wir da in der Zukunft, glaube ich, eine Vorreiterrolle einnehmen können in dem Feld, was man vielleicht Transplantationsonkologie nennen kann, als neues Feld und als natürlich komplementären Bereich hier in Heidelberg, der sich ideal einfügt in die zwei großen Schwerpunkte, eben Transplantationsmedizin und Onkologie. Da sehe ich absolut großes Potenzial. Das Ganze wird sicherlich in Studien stattfinden und auch stattfinden müssen, weil wir natürlich in einem Absolut, ja. hochregulierten Bereich unterwegs sind, wo man nicht einfach Dinge so ausprobieren kann und soll und darf. Aber da sehe ich natürlich ein großes Potenzial. Ja, Frage an den Chirurgen vom Internisten. Die robotische Chirurgie spielt ja in der Zukunft eine immer größere Rolle. Das ist zweifelsfrei, glaube ich, so. Verträglichkeit des Eingriffs ist viel angenehmer oder günstiger für den Patienten. Man kann auch viel filigraner arbeiten. Also ich hatte die Gelegenheit ja auch ab und an mal zuzugucken und es ist schon faszinierend, mit welcher Präzision man hier operieren kann. Wie ist denn so die technische Entwicklung, die wir erwarten dürfen, auch zum Beispiel im Hinblick auf künstliche Intelligenz, auf Bildwiedererkennung? Wir kennen das von dem selbstständigen Fahren. Da wird natürlich möglicherweise eine oder andere Angst kriegen, dass sozusagen nur noch der Roboter operiert. Das wird sicher nicht der Fall sein. Aber wie ist da die Entwicklung? Das würde mich mal sehr interessieren. Ja, da ist ein sehr, sehr spannendes Thema aktuell. Stichwort ChatGPT zum Beispiel, künstliche Intelligenz, Genau. irgendwie in aller Munde. Daran sieht man, glaube ich, dass das maschinelle Lernen einen Riesensprung gemacht hat und dass man gelernt hat, wie das funktioniert. Und auch natürlich die Bilderkennung kann man ja auch erkennen an diesen Programmen, die sozusagen, indem man eine Texteingabe macht und dann ein formal korrektes Bild bekommt, das komplett auf künstlicher Intelligenz basiert. Das ist was, das wir extrem eng in Kooperation mit DKFZ, vor allem in der Gruppe um Lena und Klaus Meyer-Hein, begleiten, in enger Kooperation und natürlich für uns auch als extrem interessantes
Forschungsfeld sehen, das auch tatsächlich wirklich oder Teile davon klinisch umgesetzt werden können. Ich glaube, die wichtigen Punkte da sind eben die Bilderkennung, also dass wir in der Operation Gewebeerkennung machen können. Das wird einer der nächsten Schritte sein. Das ist vor allem für die Aus- und Weiterbildung relevant. Das ist ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich, kann das menschliche Gehirn das ja selbstständig auch erkennen, aber das ist nicht ganz am Anfang so und vielleicht auch in der Mitte nicht so. Also ich glaube, da wird es eine deutliche Hilfestellung geben, um die Aus- und Weiterbildung vor allem für komplexe Operationen zu verbessern. Und dann diese zumindest semi-automatisierte Operieren, da gibt es auch sicherlich erste Entwicklungen, in der man so eine Art Leitplankensysteme einsetzt und Bild im Bild Informationen in den Operationssitus reinspiegeln kann und dann eben praktisch vermeidet, dass man zu ausladende Bewegungen macht mit den Instrumenten oder dass man die falschen Strukturen abschneidet oder solche Dinge. Da sind wir schon ganz in der Nähe, auch in der Weichgewebsdarstellung, was ja schwierig ist, weil im Gegensatz zum Knochen sich das natürlich bewegt und in der Operation ständig verändert. Aber die grafische Interpretation oder die Algorithmen zur grafischen Interpretation und die Rechenleistung ist dermaßen stark geworden jetzt, dass das tatsächlich so ist, dass was jetzt noch vor 2, 3 Jahren ein ganzes Zimmer eingenommen hat, jetzt in kleinen Boxen ist und wir das tatsächlich an unsere robotischen Systeme anflanschen können und damit erstmals die Möglichkeit haben, auch wirklich künstliche Intelligenz zu erleben im OP-Saal. Und das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch weitaus mehr durchsetzen, auch in Bereichen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, glaube ich. Du hast ja das Stichwort robotische Nierentransplantation genannt. Kann ich mir noch gar nicht so richtig bildlich vorstellen. Sowas wäre doch zum Beispiel auch als minimalinvasiver Eingriff. Es ist ja immer noch ein relativ großer Eingriff. Die Patienten haben natürlich auch gewisse Maläste dadurch, die Lymphozele mal als Beispiel genannt oder auch andere, Gott sei Dank, seltenere Komplikationen. Das wird das Ganze natürlich auch beflügeln weiter und verbessern und vermutlich auch die Operationsqualität noch mal ein Stück verbessern, die jetzt natürlich schon sehr, sehr gut ist, das ist völlig klar, aber mit diesen technischen Hilfsmitteln vermutlich noch günstiger sein wird. Ja, das glaube ich auch. Vor allem der Zugangsweg. Wir haben ja im Moment noch einen relativ großen Hockeystägerschnitt, der doch die Patienten, finde ich, auch direkt postoperativ. Narbenhernien zum Beispiel. Narbenhernien auch beeinflusst oder beeinträchtigt in der Mobilisation. Genau. Und die Nierenimplantation macht man transabdominell durch einen ganz kleinen Pfannenschielschnitt im Unterbauch 4-5 Zentimeter reichen. Und damit kann man die Niere problemlos implantieren und genau was du sagtest, die Komplikationen wie Lymphozele und so sind dann natürlich deutlich reduziert und postoperative Mobilisation und das ist wesentlich schneller machbar. Also der Grad der Traumatisierung oder das operative Trauma ist deutlich reduziert und da sehe ich jetzt die Zeit gekommen, um diese Verfahren tatsächlich in die Klinik auch einzuführen, weil sie jetzt nicht mehr experimentell sind, sondern tatsächlich wirklich standardisiert eingeführt werden können. Ich glaube, das ist für uns ja wichtig, was du sagst, die Ergebnisqualität ist das A und O. Absolut. Die Niere muss eine Langzeitfunktion aufnehmen und zwar sofort, wenn es geht. Und da ist es eben ganz wichtig, dass das technisch perfekt abläuft. Und ich glaube, da sind wir jetzt und haben uns durch die resektiven Verfahren oder resizierenden Verfahren in dieses Feld, glaube ich, so weit vorgearbeitet, dass wir auch die Gefäßmanipulation und das Handling von Gefäßen jetzt so gut können, dass wir uns, glaube ich, jetzt in dieses doch komplexe Thema auch wagen dürfen. Ich glaube, das ist auch das Besondere, was wir jetzt sozusagen auch nochmal in dem ganzen Kanon dargestellt haben. Wir haben auf der einen Seite die Spenderseite, die wir mit Konditionierung sozusagen verbessern wollen, von den verstorbenen Spendern Organe sozusagen in optimalem Zustand vom Lebensspender. Auch übrigens bei der Nierenlebensspende, die ja heute praktisch ausschließlich robotisch oder laparoskopisch durchgeführt wird, haben wir praktisch keine Narbenhernien mehr. Das ist zum Beispiel genau so ein Ergebnis, über das wir gerade gesprochen haben, über die neue OP-Technik, neue Wege in der Immunsuppression. Dazu machen wir mit Zelltherapie relativ neue und innovative Studien sozusagen dahin zu kommen, mit wenig Trauma, soweit es möglich ist, die kostbaren Spenderorgane möglichst lange zum Überleben zu bringen. Ich glaube, das ist auch das Besondere an Heidelberg, dass wir in diesem Kontinuum, wenn ich das mal so nennen darf, zwischen Grundlagenforschung, Immunologie, die nach wie vor extrem wichtig ist und zukünftig wichtig sein wird, Chirurgie, ohne Chirurgie keine Transplantation,
Das muss man ganz klar sagen. Und dann eben die internistischen Fächer wie die Gastroenterologie, Hepatologie, die Nephrologie und natürlich für die thorakalen Organe Herz und Lunge, die Kardiologie und die Pulmonologie, die sich dann sozusagen in einem Kontinuum zusammenschließen, um so einen Patienten oder eine Patientin mit dem komplexen Verfahren gut und mit möglichst lang funktionierendem Spenderorgan ja, über die vielen Jahre dann hoffentlich gut zu behandeln natürlich. Wenn Patienten sich in Heidelberg transplantieren lassen wollen, das sind ja auch viele, haben wir interdisziplinäre Sprechstunden. Das ist ganz wichtig. Das würde ich auch gerne jetzt noch mal ganz kurz in dem Interview hier vertiefen. Wir haben gemeinsame Sprechstunden von der Nierentransplantation mit unseren Chirurgen zusammen. Wir haben gemeinsame Boards, wo wir komplexe Patienten auch wieder mit den Chirurgen, aber auch mit Radiologen und anderen Fachdisziplinen abstimmen, auch mit der Anästhesie natürlich. Viele Patienten sind doch in manchmal kritischem Zustand und müssen dann gut über die Zeit gebracht werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Lebertransplantation und die Hepatologie. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass wir das über viele Jahre schon institutionalisiert haben und haben oder konnten und dass das in der Form jetzt auch weitergeführt wird. Und wir, glaube ich, in diesem interdisziplinären Konzept auch viele Patienten transplantieren können, die vielleicht an anderen Standorten nicht transplantiert werden können oder man eben zurückhaltend ist oder eben keine wirkliche Erfolgschance sieht. Vielleicht kannst du das auch noch mal kommentieren von der chirurgischen Seite. Ja, ich glaube, das ist das, was diesen speziellen Spirit hier ausmacht in Heidelberg. Und für mich ist es ja nicht nur eine Rückkehr an die Klinik, sondern auch in die Heimat. Und das ist sicherlich was Besonderes. Es gibt viele besondere Menschen, die ich natürlich ganz persönlich auch ins Herz geschlossen habe, aber die auch hier seit, wie du sagst, seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich Medizin auf einem wirklich Spitzenniveau betreiben. Und vor allem eben in einer starken interdisziplinären Interaktion und auch in einer interprofessionellen Interaktion. Das habe ich so an wenigen Standorten in meinem Leben erlebt. Das ist was Besonderes, dass die alle, also dass alle Berufsgruppen hier sehr eng für die Patientinnen und Patienten zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist was Besonderes und das ist natürlich durch strukturelle Grundlagen wie gemeinsame Sprechstunden und gemeinsame Patientenbehandlung auch abgedeckt. Aber ich glaube, es ist auch durch informelle Absprachen und informelle Dinge wie gemeinsame spontane Visiten und kurzfristige Telefonate und eine ganz kurze oder eine Kommunikation ohne Distanz Genau, sozusagen ja. einfach ermöglicht. Und das ist was Besonderes. Vieles ist nicht zwingend formalisiert, aber vor allem ausgerichtet am Patienteninteresse und am Fokus für den Patienten und da findet man gemeinsam einfach immer gute Lösungen und das finde ich was ganz Besonderes. Das macht besonders diesen Heidelberger Spirit hier aus und das macht mir natürlich auch sehr viel Freude, da Teil dieses Teams sein zu können und auch natürlich mit dir gemeinsam und anderen auch eine gestaltende Funktion einzunehmen und das eben weiterzuentwickeln zusammen. Ja, finde ich also total wichtig. Der Internist muss auch mal wie ein Chirurg denken oder zumindest einen Chirurg reinversetzen, auch wenn besser kein Internist operiert. Und umgekehrt ist es auch wichtig, dass wir uns von chirurgischer Seite sozusagen angenommen fühlen und auch wissen, dass was wir sozusagen im Hintergrund machen, wichtig ist, um eben Patienten in die Transplantation hineinzuführen. Vielleicht abschließend noch mal die Frage, du hast ja unglaublich viel an ja, Stationen in deinem Leben schon hinter dich gebracht, für dein jugendliches Alter, super Karriere natürlich, warst in USA, in England glaube ich auch, Ganz am dann Anfang ganz am mal in England, Anfang in ja, genau. England, dann in Halle leitender Oberarzt, in Ulm bereits Chef, dort auch mit sehr, sehr großem Erfolg. Ich glaube, die haben mit beiden Augen geweint, als du aus Ulm weggegangen bist. Das kann man durchaus so sagen. Aber was ist der Grund, dass du nach Heidelberg zurückkommst, außer dass du auch sozusagen historisch bedingt oder von deiner Herkunft her Kurpfälzer bist? Genau, klar, das ist natürlich wichtig, ne? Unser Motto ist ja Leben und Leben lassen so ein bisschen. Genau. Ich glaube, das ist was uns beide ja auch sehr zusammenführt, immer wieder. Das ist Klar. was Wichtiges.
man guckt nicht so viel zurück, sondern auch immer gern nach vorne. Richtig. Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Und dann ist es eben, dass dieses Klinikum hier, dieser Campus mit eben aus dem Grund, dass diese Menschen hier sind, weniger der Beton und diese Gebäude. Ich glaube, das ist nicht das Relevante, aber es sind einfach ehrgeizige, kompetente und auch emotional kompetente Menschen hier. Viele am Standort, mit denen man zusammen im Sinne der Patientinnen und Patienten was bewegen kann. Und das ist ein besonderer Standort, der das ganz besonders macht, im Sinne, dass er das ein Unterscheidungsmerkmal ist von eben anderen Standorten, dass man so woanders vielleicht in dieser Ausprägung nicht findet. Und das macht jeden Tag Spaß, deswegen hierher zu kommen und sozusagen über die Brücke reinzufahren und zu sagen, jetzt komme ich hier an und jetzt habe ich hier auch wirklich Spaß dran an der Arbeit und auch Erfolg und ich kann auch wirklich was Sinnvolles tun. Genau, und das wollen wir auch weiterführen und vor allen Dingen auch an unsere Mitarbeiter weitergeben. Denn irgendwann werden andere Menschen wieder die Staffel übernehmen und hoffentlich ist dann der Heidelberg Spirit dann weiter auch so präsent. Lieber Christoph, ich danke dir für deine Zeit. Du hast heute wieder einen langen Tag hinter dich gebracht im OP, hast du mir gerade vorhin berichtet, sicherlich auch sehr erfolgreich. Und wir freuen uns, wenn wir Sie in Heidelberg hier begrüßen dürfen, in der Chirurgie, in der inneren Medizin, wenn Sie den Wunsch haben, transplantiert werden zu wollen. Und wir versichern Ihnen, wir werden alles geben, was möglich ist. Wir werden keine Wunder vollbringen, aber wir strengen uns jeden Tag in der Tat und wirklich gemeinsam an, Sie durch diese Zeit zum Beispiel einer Nieren- oder einer Lebertransplantation gemeinsam zu bringen und Ihnen hoffentlich auch einige gute Lebensjahre zu geben. Bitte nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, mit unseren Kollegen aus der Chirurgie, mit uns aus der inneren Medizin. Wir versuchen Ihnen gerne zu helfen und auch weiterzuhelfen. In diesem Sinne darf ich Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse danken, auch im Namen von Professor Michalski. Und wir freuen uns, Sie in Heidelberg begrüßen zu dürfen. Natürlich auch gerne Kollegen für Anrufe, für Meinungen, für Zweitmeinungen, für was auch immer. Wir stehen gerne bereit und versuchen zu helfen, wo wir eben können. Ansonsten dürfen wir uns für heute verabschieden und uns sehr herzlich für Ihr Interesse bedanken und bleiben Sie hoffentlich alle gesund.